ja fantastisch schmecken. Wir holen uns auch was, ja? Ich geb's zwar nicht gern zu, aber wer auch immer die Idee mit der Schlumpfcreme hatte, der ist fast so genial wie ich. Das stimmt. Wer hatte denn die Idee mit der Schlumpfcreme überhaupt? Die hatte ich. Na komm schon, Partner, es war meine Idee. Hast du das vergessen? Deine Maschine stand doch nur rein zufällig im Weg. Nein, nein, Partner. Deine Idee war nur die guten alten Schlumpfbeeren mit Sahne, bis ich die Schlumpfcreme-Maschine erfunden habe. Das war doch gar nichts, aber von mir stammt das äußerst geheime Geheimrezept. Das war doch überhaupt nichts. Wenn ihr mich fragt, war das beides nicht. Du hältst dich da aus! Dein Rezept brauche ich nicht, um Schlumpfcreme zu machen, Porti. Ich schlumpf mir ein eigenes Rezept und mach selber einen Kaffee auf. Ach ja, das mache ich auch. Tut mir leid, Schlümpfe, aber das Straßencafé wird in kürzester Zeit geschlossen werden. Oh nein! Moment, ich werde dir schon helfen. Ich bin doch nur ein unbeteiligter Zuschauer. Das ist doch immer dasselbe. Ich halte es langsam im Kopf nicht mehr aus. Bitte, meine kleinen Schlümpfe, ich dachte, ihr wäret Partner. Ach, Partner, das ist ja das Allerneueste. Hat sich ein für alle Mal ausgepartnert, mein Freund. Einen Tag ohne meine Maschine und du bist total erledigt. Du überstehst ja nicht mal einen halben Tag ohne mein Rezept. Ach ja? Ja. Ach ja? Ja. Ach ja. Ach nein. Hereinspaziert! Hereinspaziert! Kommt alle in Handys neues Straßencafé! Ich stelle euch Handys verbessertes Geheimrezept vor! Ich kann's kaum erwarten zu probieren, Handy! Also, wie findet ihr's? Weißt du, Handy, es schmeckt wie, wie soll ich sagen, ja, Um ganz ehrlich zu sein, Handy, es schmeckt wie... Sägespäne. Kommt, Schlümpfe, jetzt probieren wir Tortis neues Café aus! Ja! Gehen wir! Was? Was hat Torti denn, was ich nicht habe? 100 verschiedene Sorten Schlumpfcreme! Ganz recht. Ich habe alles vom Schlumpfbeerknaller bis zum doppelten Dreifach-Schoko. Also nein, dieses Angebot ist überwältigend. Ich möchte bitte Tortis tolle Trüffelkirschen haben. Und ich nehme das Karamell-Kavum. Einmal tolle Trüffelkirschen, kommt sofort. Das Zeug sieht ja aus wie Suppe. Man könnte es Tortis tolle Süffelkirschen nennen. Du liebe Zeit. Sieht so aus, als würden Handy und Torti sich gegenseitig brauchen. Schon bald wird mein Riesenschneeball die richtige Größe haben, Azrael. Und wenn er die richtige Größe hat, wird er aus dem hässlichen Schlumpfdorf Kleinholz machen. Ja! Ja! Hereinspaziert, hereinspaziert in Tortis neues Straßencafé! Einmal und nie wieder, danke! Hereinspaziert, hereinspaziert in Handys neues Straßencafé! Tut mir leid, Handy, aber ich hab grad keinen Hunger. Ja, bei dem Geschmack vergeht jedem Schlumpf der Appetit. Ich hatte noch keinen einzigen Gast heute Nachmittag und mein Eis schmilzt bereits. Ich hole besser neues. Oh, hallo, Handy. Oh, hallo, Torti. Wie läuft das Geschäft? Wunderbar, wunderbar, Handy. Meine Gäste halten mich so auf Trab, dass ich kaum Zeit zum Essen habe. Ach, wirklich? Also meine Gäste halten mich so auf Trab, dass ich weder Zeit zum Essen noch zum Schlafen habe. Meine Schlumpfcreme wird nämlich Tag und Nacht verlangt. Nicht möglich. Merkwürdig. Was ist bloß heute mit unserer Sonne los? Donnerschlumpf. Sie wird von einem riesen Schneeball verdeckt. Weißt du, Schlumpfine hat gesagt, dass sie ohne meinen Schlumpfbeerknaller nicht leben kann. Also, Da, Torti! Gleich geht's los, Azrael. Mein Riesenschneeball wird aus den blauen Schlümpfen hunderte von weißen Schneeflocken machen. Hilfe! Hilfe! Schneeungeheuer! Schneeungeheuer! Wir brauchen... Lass los, du Blödmann! Du beharrter Idiot! Jetzt hast du eine Lawine ausgelöst! Nicht schon wieder! Halt dich fest, Torti, halt dich fest! Keine Angst, Torti. Ich grabe dich aus. Bist du okay, Partner?
Ja, ich glaube schon, aber mir ist, als wäre ich selbst aus Schlumpfcreme. Hey, ist dir was aufgefallen, Handy? Du hast wieder Partner zu mir gesagt. Ja, genau, das habe ich gesagt. Vielen Dank für deine Hilfe, Schneeungeheuer. Vielen Dank. Jetzt müssen wir aber wieder ins Dorf zurück. Wenn es noch da ist. Sag mal, Papa Schlumpf, was sollen wir denn bloß mit dem ganzen Schnee machen? Hm? Wir könnten daraus Schlumpfcreme machen. Meine Schlumpfcreme, Papa Schlumpf? Naja. Meine Schlumpfcreme, Papa Schlumpf? Tja. Ich weiß, wie wir es mit unserer Schlumpfcreme, die wir zusammen erfunden haben. Ja! Eine ausgezeichnete Idee, Handy. Also, wenn ich ehrlich sein soll, mein Geschäft ist ohne dich nur so dahingeschmolzen. Ist das wahr? Also, mein Schlumpfbärknaller war ohne dein Zutun auch nicht gerade toll. Was hältst du davon, wenn wir wieder zusammenarbeiten? Partner? Das finde ich prima, Partner. Hurra! Da ihr beide anscheinend wieder im Geschäft seid, gebe ich jetzt eine Bestellung auf. Ich möchte 3 Portionen Schlumpfbirnknaller und 2 Becher Karamellkavum mit einem ganz klein wenig Nussgestreuselten und einem Hauch von Schokoladenüberzug. Das Ganze mit einer Riesenportion Schlagsahne und Kirschen. Und zwar sofort. Nicht nur, dass Tortis und Handys Schlumpfcreme köstlich ist, die Bedienung erfolgt auch noch prompt. Unglaublich!